So, ich wollte euch mal ein paar Messer zeigen, die ihr bestimmt noch nicht gesehen habt. Das habe ich vom Trödelmarkt. Ist mit Glasschneider, also tatsächlich irgendwie für irgendwelche speziellen Handwerkstätigkeiten. Fand ich irgendwie ganz cool. Ist natürlich ziemlich alt und abgegammelt. Fand ich aber nice. Habe ich mitgenommen. Dann ein klassisches Pilzsammelmesser. Ist jetzt kein, wer weiß wie teures oder gutes, aber erfüllt seinen Zweck. Funktioniert auf jeden Fall. Dann habe ich hier ein Messer. Das ist ein richtiges Arbeitsgerät. Habe ich auch viel schon benutzt. Bei mir muss das Zeug immer relativ viel leiden. Der Riesenvorteil ist, ich kann hier so eine auswechselbare Klinge einsetzen, auch mit Hakenklinge. Ist also richtig massiv, echt gut. Und ich kann sie auch beide feststellen. Also auch ein massives, hartes Arbeitsgerät. Dann ist hier mein Seglermesser. Schweizer Messer. Ja, die üblichen Funktionen. Aber was viele vielleicht nicht kennen, wir haben hier ein Spezialwerkzeug, um Taue zu verspleißen oder um Knoten zu machen, Knoten zu lösen. Das macht es ein bisschen, ich sag mal, seltener von der Funktion her. Die Zange, die kennt man noch von einigen. Korkenzieher, kleiner Schraubenzieher. Klinge ist feststellbar und was hier sehr, sehr cool ist, der Wellenschliff. Ja, das Messer ist also wirklich sauscharf. Damit kann man sich fürchterlich schneiden. Aber so muss es halt sein. Und was ich mal irgendwo auf dem Trödelmarkt gefunden habe, ist ein Elektrikermesser, habe ich mir sagen lassen. Diese kleine Klinge hier ist zum Abisolieren. Eine große Klinge für alle möglichen Arbeiten. Und dann haben wir hier noch dieses Dreieck. Das ist wohl gedacht, um Kabel aufzuspleißen oder um Isolierungen abzupopeln, sage ich mal. Fand ich irgendwie cool, habe ich mitgenommen. Ja, hat jetzt keinen besonderen Wert, aber so eins hatte ich nicht und für einen schmalen Mark habe ich es halt mitgenommen. Dann hier mein Anglertaschenmesser, normale Klinge, relativ lang, spitz, auch recht scharf. Und dann hier noch ein Entschupper dran. Der funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Ist also ein echt fantastisches Messer für, ich weiß nicht, 5 oder 10 Euro habe ich das, glaube ich, damals gekauft. Total genial.